Das könnte der Weg gewesen sein. Muss aber nicht. Aber könnte. Allein so eine Wegfindung, ne, kann bei mir manchmal echt schon so ein bisschen dauern. Auch nur manchmal. Okay, manchmal immer. Auch nur manchmal. Manchmal immer. So, dann werden uns jetzt wahrscheinlich unten am Ende dann so ein paar Orks erwarten. Die ich ja vorher noch hab stehen lassen, so zwei Stück oder so. Und ja, von Zardas graut es mir noch so ein bisschen. Beziehungsweise auch vor den Golems, die davor stehen natürlich. So, ich speichere hier nochmal ab. Dann gleich treffen wir auf die Orks. We are the Orks. We are the Orks. Nein. Ja, schon besser. So, hier sind die anderen zwei Orks. Die ich ja vorhin schon versucht zu töten, war nicht sehr erfolgreich. Hallo. Ja, komm, 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 komm. Ja, feiner Ork. Einmal. Stufe aufgestiegen. Ein Krusch-Urok. Was haben wir denn gerade für ein Dingens? Wir haben... auch ein Krusch-Urok. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Level Up. Ich überlege, ach komm, weißt du, wir laufen sowieso herum. Dann kann ich auch nochmal eben schnell das Level Up mitnehmen. Das ist jetzt nicht so weit entfernt. Das ist jetzt wirklich nicht weit entfernt. Da muss ich jetzt keine lange Wegfindung machen, da weiß ich jetzt genau, wo es ist. Da weiß ich ganz genau, wo es ist. Ganz genau. Okay, ein bisschen. Bisschen genau. Also haben wir es da hinter uns, haben dann auch mit Diego gesprochen und können dann wiederum ganz in Ruhe Richtung Zardas gehen. Weil was anderes haben wir dann nicht mehr wirklich zu erledigen, zumindest im Moment. Das Spiel ist dann noch nicht vorbei, weil wir mit Zardas gesprochen haben, ne, also. Aber ihr wisst Bescheid. Viele von denjenigen, die das Let's Play ja hier gucken, haben Gothic sowieso wesentlich öfter gespielt als ich. Wesentlich. Hey Diego, hey Mann, hey. Hey Mann. Magie zu Ehren. Ja, meinetwegen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern. Ja, weiß ich doch. Oder ich weiß, was ich kann. Geschicklichkeit einmal, Geschicklichkeit zweimal. Und dann habe ich jetzt eine Armbrust erlernt, nicht wahr? Dein Geschick kommt bald wieder. Weiß ich, ja, danke. Okay, also ich kann nicht mit ihm sagen, ja Mensch, hier, ne, Lester habe ich getroffen. So, ich glaube mit Gorn konnte ich das auch nicht. Also halt ihm sagen, hey Mensch, Gorn habe ich getroffen. So, und gucken wir mal, ob ich das jetzt auf die 2 legen kann oder sowas. Die Armbrust. Da haben wir es. Hey. Da, auf die 2 gelegt. Ich würde sagen, er hat keine Chance. Na, komm. Oh. Killklauer. Im Ernst, Killklauer. Gartenschwert eingesammelt. Vielleicht nochmal töten. Ich glaube, er hat tot. Sonst hat er ein bisschen Kleinkram dabei, nehme ich alles gerne mit. Aber das mit den Dingens funktioniert im Moment auch schon sehr gut mit der Armbrust. So. Gut. Also, auf zu Zardas. Oder gehen wir ins Orkdorf? Oder. So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Oh, da liegt noch so ein Schwert. Nehmen wir mit. Kann man ja nicht liegen lassen. Ja, was ist, wenn es jemand anders findet? Er ist ja bewaffnet. Dann muss ich ihn töten. Das geht ja nun mal gar nicht, ne? Es könnte ruhig mal wieder Tag sein. Ich meine, theoretisch hätten wir doch hier um die Ecke irgendwo so ein Bett liegen.
Aber nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nee, den Gefallen tun uns jetzt echt nicht. Stattdessen müsst ihr mit der düsteren Dunkelheit einfach mal klarkommen. So. Die nehmen wir nochmal eben schnell mit. Falls uns tatsächlich die Heil-Items ausgehen. So, hier nochmal speichern. Wo geht's denn hier hoch? Also nicht da links, sondern rechts. Ich glaube, wir gehen dann gleich zum Zardas-Turm. Ach, hier komme ich wieder zu den Seen, ne? Genau. Den führt auch noch einen Weg entlang. Aber frag mich nicht, wohin der genau führt. Ich habe keine Ahnung. Aber wir gucken natürlich gerne mal rum. Sightseeing und so. Mit unserem Jumping-Nahkampf-Magier. Oder aber es ist der offizielle Weg. Aber da geht es auch nochmal hoch. Ich bin verwirrt. Nein. Nicht so. Das ist der Eisgolem. Und davor ist der Steingolem. Das ist eine Abkürzung, glaube ich, zu denen, oder? Ja, wir kümmern uns erstmal hier um das Kleinviech. Das Kleinvieh, das sowieso gleich umfällt. Siehst du? Die können ja nichts. So. Da haben wir schon gesehen. Als erstes kommt da der Steingolem. Dann legen wir dafür schon mal das Hammerchen an. Wenn ich ihn finde. Hammer, Hammer, Hammer. It's Hammer Time. So, speichern. Ganz wichtig, sonst komme ich da nicht zum Turm. Nein. Den Hammer. Zeig ihm, wo der Hammer hängt. Okay, warte. Erstmal den Heiltrank mitnehmen. Da liegt noch eine alte Streitaxt. Interessant. Ist die besser? Krass, da ist endlich mal eine bessere Waffe. Wurde ja auch mal Zeit. So, aber erstmal hier. Das Steingolem, so einen haben wir schon mal gesehen. Er hat keine Chance. Wupp-Tidu. Der hat Herz eines Steingolems gedroppt. Dieses Herz stammt aus den Überresten eines besiegten Steingolems. Es hat die Kraft, einen Gegner durch die Luft zu schleudern. Nur nehme ich mit. Und speichere definitiv ab, bevor ich jetzt hier zum Eisgolem gehe. Wir rüsten hier dann irgendwo den Feuerzauber aus. Hier, Feuerball ist auf 6. Sehe ich das richtig? 6, ja. Habe ich gespeichert? Ich hoffe. Da liegt auch gleich was. Erstmal hier Feuerball casten und... Auf ihn! Und nochmal! Okay, er hat's hinter sich. Okay. Ein rostiges Schwert liegt hier. Der hat wahrscheinlich Herz des Eises oder sowas. Stück eines Eisgolems. Dieses Stück stammt aus den Überresten eines besiegten Eisgolems. Und ein Herz. Es hat die Kraft, einen Gegner zu Eis erstarren zu lassen. Das könnte ich vielleicht tatsächlich gebrauchen für den Feuerdingens. Aber wir legen erstmal den Eisblock an. Und machen mal, dass wir wieder Mana haben. Ein bisschen Mana muss sein. Habe ich gespeichert? Ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich gespeichert habe. Ein sehr schöner Eisblock-Effekt, muss man ja doch sagen. Sehr schön. So, der Feuergolem.
Flieh doch nicht, du Narr. Flieh doch nicht. Nein. Es hat nicht getroffen. Schlecht, 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 schlecht. Laden. Weil wenn Eisblock nicht trifft, haben wir ein Problem. Dann haben wir wirklich ein Problem. Hallo. Lauf nicht weg. Ich habe so das Gefühl, dass ihnen das keinen Schaden macht. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich häng fest. So. Was für Optionen habe ich denn noch? Ah! Der hat keinen Schaden gekriegt. Durch den Eisblock. Okay. Vielleicht habe ich auch einfach nicht getroffen, wobei es ging mitten durch ihn durch. Ich probiere mal hier das Eisherz oder so. Falls ich das finde. Das ist mein Mindcrawler-Ei. Hier ist es nirgendwo drin. Wo ist denn das? Unter was zählt das denn? Das ist eine Waffe, ist es keine Ahnung was für ein Objekt. Hier ist es nicht drin. Hier bei einer Rüstung auch nicht. Bei den Zaubern. Eispfeil. Fehlen allmagische Zauberstufen. Ja, super. Da haben wir doch sowas. Probieren wir es mal aus. Vielleicht eine Verschwendung, ich habe keine Ahnung. Ja doch, das ist 8. Hallo. Wieso habe ich das Gefühl, dass ihnen das immer noch keinen Schaden gemacht hat? Weil ihnen das immer noch keinen Schaden gemacht hat. Das kümmert ihnen so überhaupt und gar nicht. Haben wir denn hier das mit dem Strom, was uns gesagt wurde? Haben wir überhaupt irgendwas? Was haben wir denn hier? Feuerpfeil. Skelette, nein, nein, nein. Das sind nur die ganzen Verwandlungszauber. Die helfen uns jetzt nicht wirklich. Ja, scheiße, ne? Das heißt, ich brauche erst irgendwas anderes. Das, was ich da jetzt habe, bringt mir jetzt überhaupt gar nichts. Naja, nichtsdestotrotz haben wir eine bessere Axt. Die sieht zwar beschissen aus als die bisherige, aber sie ist angeblich besser. Und wenn es angeblich besser ist, ist es schon mal etwas. Ne? Das heißt, wir kehren dann halt zu den Wassermagiern vielleicht eventuell zurück und gucken mal, ob die einen Zauber haben, was uns helfen könnte. Da täte mich ja freuen, Tutentun. Hallo. Okay. Ja, ihr seid ein bisschen heftig, ich weiß. Ich habe nicht gesehen, dass da so viele stehen. Ich dachte, da stehen 2. So kann man sich irren. War ein Fehler. Gut. Okay. Und was war das, wo uns hier eine Magiestufe fehlt? Was ist dieser Eisblitz hier? Dieses hier, ne? Eispfeil. Dazu fehlt uns eine Magiestufe. Die müssten wir vielleicht erlernen. Dazu bräuchten wir aber wiederum ein Level-Up. Wir machen mal kurz hier einen Teleport zu den Wassermagiern.